In dieser Episode möchte ich dir eine Alternative zum Einzel-Jig-Haken beim Zanderangeln zeigen, die dein Zandergummi auch noch extrem haltbar macht. Voll rein. Kein Ausreißen, kein Rutschen. Oh, ein Tock, ey. Dem habe ich jetzt schön die Kelle gegeben, da liegt er drin. Ich mag das, zu experimentieren mit solchen Sachen und auch wieder mal neue Dinge zu machen. Und ich führe den ganz normal. Also wenn sobald der Köder im Wasser ist, mache ich da keinen Unterschied zur normalen Montage mit dem normalen Zanderhaken, ne? Mit dem Jig-Kopf. Und zwar geht es darum, ich habe was vorbereitet, um eine Montage mit einem, ich nenne es Genick-Drilling. Flexibel ist ein anderes Konzept mit Schraubkopf, ne? Der den Gummi wirklich bombenfest hält. Und den schicke ich jetzt mal zu den Zandern runter und will euch mal zeigen, was das für Vorteile, aber auch Nachteile hat. Inspiriert hat mich der ganze Spaß natürlich vom Vertikalangeln, weil ich gemerkt habe, dass die Fische sehr gut hingen, eine geringe Aussteigerquote hatten und vor allen Dingen, das war das Wichtigste, was mich motiviert hat, damit zu werfen mit leichten Köpfen, die Gummis sind ewig haltbar. Der Köder spielt ja auch mehr, der flufft ja auch viel mehr. Beim Anstarten und auch beim Landen, ne, staucht er ja in der kompletten Körperlänge auf. Yes, Fisch. Oh, ein Tock, ey. Oh, voll weggezogen. Ja, 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 ja. Funktioniert. Ast rein. Und dass der voll weggezogen ist, ist kein Zufall. Weil der ja so weich ist, der Zandergummi, dass er den ja komplett wegsaugt. Der Jig-Haken versteift den nicht, selbst vorne nicht. Ja, du kriegst das Maul von dem Zander nicht auf. Das nenne ich oft Schraubstockbiss. Wenn du mit einer weichen Rute angelst, kriegst du den nicht gehakt. Hier ist er drin. Der schlürft den weg wie ein Rollmops, wie ein Blatt Papier. Kein Widerstand drauf, ne? Weg und nagelt. Hängt nicht in den Kiemen, ne? Außerdem ist es ja ein Zwilling, der eine Haken steckt ja im Köder. Völlig okay. Und nur mein Anhieb mit der schnellen Rute hat jetzt den Köder vorm Futtersack noch gestoppt. So ein Biss war das. Eine Zange brauchst du aber dafür. Einmal sacken, nach hinten rein und raus. Zurück ins kalte Wasser. Jetzt sind die Hände schön rot. Kommt Blut rein jetzt. Nach kalt werden sie richtig warm. Aber was jetzt so ein Vorteil ist, ne, ist, der Hänger nun nicht immer komplett reingezogen. Ne? Manchmal auch bloß so, dass das alles freies Spiel hat. Ne? Und der Köder hat echt hier freies Spiel. Er kann also nicht aussteigen oder viel, viel weniger die Gefahr, weil der wirklich flexibel aufgehängt ist. Was man jetzt sieht, ist, was ich so genial finde, immer noch bombenfest. Ob ich jetzt einen Zander fange oder 10 damit, der fängt nicht an zu rutschen. Also Sekundenkleber kannst du für immer verbannen. Und der Jig-Haken kann auch nicht irgendwann mal ausreißen, obwohl die schon sehr, sehr haltbar sind. Auch ich angel die immer noch mit dem Jig. Gerade wo Steinpackungen sind und so, will ich so eine Montage ungern reinwerfen. Also da, wo unsauberer Grund ist, ne, ist der Jig-Haken immer noch im Vorteil. Aber das hier, das ist einfach eine Sache, die wunderbar funktioniert, aber noch optimierungsfähig ist. Deswegen gehen wir da auch noch mal ran und machen ein fertiges System. Und der Köder hat auch viel mehr Spiel, ne? Hier. Und saugt sich weg wie ein Rollmops, ne? Also der hat überhaupt gar keinen Widerstand mehr, wenn er den einsaugt hier. Auf schlanken, weichen Ködern brauchst du kein Angst-Drilling, sondern Genick-Drilling. Reicht aus. Es ist einfach stark. Wie geil der gegriffen hat. Und du drillst auch viel sicherer, weil du weißt, die Montage ist auch sehr beweglich und du hast eigentlich, wenn der so hängt, keinen Aussteiger mehr. Er kriegt den nicht mehr los. Das ist eine ganz saubere Sache hier.
kleinen Schubs geben ist immer gut beim Zander. Dann wird er wie wach und schwimmt auch sofort weg. Wenn ich jetzt den langsam reinsetze und halte, dann dauert es manchmal ewig, ehe er sich findet. Ne? Sehr saubere Sache. Ne? Wir haben schon mal mit Drilling auf Zander geangelt. Kann ich mal hier oben verlinken in der Infokarte. Nämlich mit Dropshot vom Ufer. Auch vorn befestigt. Ne? Also zwischen den Augen von dem Zandergummi einfach vorn raus. Ne? Und das mag zwar ein bisschen brutal wirken oder klingen. Ja, mit Drilling und Verletzungsgefahr. Ne? Ich habe Folgendes gemerkt. Ich verletze mit dem hochbogigen Chickhaken manchmal Zander, indem ich denen die Augen raushaue von innen. Manchmal passiert das. Passiert mir mit dieser Montage gar nicht mehr. Wirklich eine Geschichte, die sogar, würde ich sagen, ein bisschen schonender ist. Der hat den beim Einsaugen hinten durchgehauen. Ne? Also das ist so, sieht man mal, ne? Wie der den faltet und durch den eigenen Haken hinten zieht. Zander attackieren am Kopf. Tatsächlich, also den hier vorn zu montieren, wenn ja viele denken, naja, was ist denn mit den Schwanzbeißern? Ne, weil man immer denkt, man muss den Haken hinten machen. Zander greift da ganz anders an. Ne? Er versucht ja auf jeden Fall vorne die Kopfpartie zu bekommen. Deswegen ist auch da dieses kontrastreiche Auge so drauf hier, ne, bei dem Köder. Und versucht vorne zu attackieren und der ist auch so weich, hast du keine Fragen mehr. Er braucht nur anschlürfen, greift das Ding irgendwie, ne, und löst aus. Ah. Fest. Jetzt ist es passiert. Hänger. Natürlich jetzt ein bisschen ungünstiger mit dem Zurückschnappen lassen, ne? Aber wenn das jetzt Holz ist, wie in dem Fall, dann hängt ja auch dann der Jig drin. Ne? Hängergefährlich ist er tatsächlich mehr, vom Ufer vor allen Dingen. Auch in Steinpackungen würde ich dann eher zum Jig greifen. Das ist ein Nachteil. Ein zweiter Nachteil ist, kapitale Zander würde ich da auch ungern. Ja, habe ich ein bisschen Angst, dass die ausschlitzen. Da habe ich so eine große Krampe, so einen Gaff, so einen hochbogigen. Der Nagel den anderen hält ihn auch besser fest. Ne? Dabei bleibe ich auch. Aber es ist halt... Nein! Und wenn du abgerissen hast, dann ist auch mal richtig viel weg. Du musst richtig viel basteln. Das ist auch ein kleiner Nachteil. Es gibt keinen Vorteil ohne Nachteil. Aber dass der Köder langlebig ist. Du kannst die Kuttenkleber mehr brauchst und keine Filbisse mehr bekommst, weil der Gummi gerutscht ist oder so. Das ist ein richtig geiles Argument. Und dass du auch keine Augen mehr raushaust. Jawohl, ich habe ihn wieder. Einmal gegengefahren, das ist ein Vorteil vom Boot, den man hat. Ne? Man kann gegenfahren und den lösen. Super. Ne? Klappt mit dem Chick ja auch. Und da verliert man ja auch ein paar Köder. Das Montieren ist ja einfach, aber es muss schon gerade drauf sein. Ne? Mit der Verlängerung hier hast du ja die Richtung, die du mit dem Köder kriegst. Zack. Die Schraube ruhig halten. Und den Köder draufziehen. Also nur den Gummi bewegen. Ne? Ganz wichtig. Flufft, wackelt. Dann bloß die Sprengringmontage. Ne? Das sind zwei Sprengringe, ein Tönchenwirbel, den Drilling. Reinklicksen, bumm. Kann man sogar mit der Sprengringzange sogar dann die Gewichte wechseln, wenn man jetzt mehrere hat, die aufgezogen sind. Kann ich zum Beispiel das Gewicht jetzt hier von 10 Gramm auf 5 Gramm, obwohl 5 Gramm schwerer ist, weil die Schraube und die Montage ja auch noch Gewicht hat, ne? Im Frontbereich. Also der fischt sich nicht wie 5 Gramm. Ne? Kann ich jetzt hier den Ring runter machen und mache den hier drauf. Dann kann ich von 10 auf 5 und wieder wechseln. Hier habe ich schon einen, der ja, einige Zander gesehen hat. Der ist schon schön zerledert und zernagelt und ist nicht einmal gerutscht oder ausgerissen. Ne? Klar, bei dem Reinstecken hier oben wird das irgendwann mal mehr, also die Stelle wird so geweitet, ne? Irgendwann mal ein bisschen ausgefranst, aber es hält trotzdem immer noch. Und da muss er nicht genau gerade draufstecken. Das ist auch so eine Sache. Da kann doch mal schief hängen, ist auch nicht so schlimm. Im richtigen Moment nagelt er schon weg. Ne? Oh, Fisch. Voll rein. Naja. Wenn er ausgehängt ist, ne, und die Montage sich bewegen kann, einfach nur Spannung halten und hoch langsam. Steigt er auch nicht aus. Er findet keinen Hebel. Jawohl, ein schöner Fisch. Ja, und schön mit dem Genick-Drilling angenagelt vorne. Gewechselt. Ein 10 Gramm, der aber schwerer ist beim Angeln. Ne? Muss ich mal abwiegen.
Oh, ist der Proppe. Ist der Proppe. Und da baumelt das freche Gürkchen. Das ist es, was ich meine. Die attackieren vorne am Kopf. Der weiche, schlanke Zandergummi hat keinen Widerstand. Der saugt den an. Und das Ding sitzt und er steigt auch nicht aus. Ich hau auch kein Auge raus hier mit dem großen Chick, was ich manchmal habe. Es ist tatsächlich eine Sache, die vor allen Dingen den Gummi sehr, sehr langlebig macht und auch den Geldbeutel schont. Besser kann er nicht hängen. Super gelöst. Was eine Murmel, ey. Herrlich. Einfach geil. Probiert's mal aus. Mach mal, auch vom Ufer aus. Ne? Nicht gerade in Steinschüttungen, ne? Am Fluss würde ich jetzt nicht machen, aber überall, wo ein bisschen sauberer Untergrund ist. Und viel Spaß. Alles verlinkt unter dem Video, wo ihr das bekommt. Ne? Die Sachen, die Zandergummis im Frühjahr 23 dann auch überall im Handel und über Zack Fishing. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.